Heute Abend wollen wir uns nicht mit einem Fahnenmast weiter beschäftigen, sondern es geht um den Menschen. Und bezüglich des Menschen haben wir zwei tiefgehende, sehr grundlegende Fragen. Nämlich die Frage, woher kommen wir und wohin gehen wir einmal? Wenn wir diese beiden Fragen richtig beantworten, dann haben wir auch die Antwort, wozu wir hier leben, was unser Dasein hier auf der Erde bedeutet. Und darum wollen wir uns Zeit nehmen, über diese Fragen gründlich nachzudenken und da auch eine verbindliche Antwort zu finden. Was ich heute Abend mit Ihnen tun möchte, sind acht Punkte, die ich durchgehen möchte. Ich möchte Ihnen einige Systeme des Menschen zeigen, die wir gleich sehen werden, durchweg mit Informationen arbeiten. Dann wollen wir eine Definition für Information haben und schauen uns die Information dann in biologischen Systemen an. Dann werden wir kennenlernen die Naturgesetze der Information. Dann werden wir sehr weitreichende Schlussfolgerungen daraus ziehen. Dann wollen wir noch die Frage beantworten, was ist der Tod? Aus der Sicht der Evolution betrachten wir das. Und wir werden immer wieder von einem Sender reden und die Frage wird dann auftauchen, wer ist eigentlich der Sender? Diese Antwort will ich auch geben. Und im letzten Punkt wollen wir nachdenken über die Bestimmung des Menschen. Wo geht unsere Reise hin? Wozu sind wir hier? Es wurde eben schon gesagt, wir sind im Darwin-Jahr. Vor 150 Jahren hat Darwin dieses weltbewegende Buch geschrieben, Die Entstehung der Arten. Und er hat damit ein revolutionierendes Buch geschrieben und er hat viele Anhänger gefunden. Und man kann sagen, sehr, sehr viele Millionen Menschen glauben ihm, was er gesagt hat. Und sie vertreten das mit großer Vehemenz. Und wir sehen hier, es gibt eigentlich nur zwei Alternativen für die Herkunft des Menschen. Entweder so, wie Darwin es gelehrt hat, dass wir aus dem Tierreich kommen, also eine tierische Abstammung haben, weil alles irgendwo an einer Stelle einmal begann. Und dann ging die Weiterentwicklung so vor sich, dass wir die Stufe des Menschen erreicht haben. Aber das ist nur eine Auffassung. Die andere ist die, dass man sagt, am Anfang gab es ein fertiges Menschenpaar und das ist die Alternative dazu. Und wir haben die Aufgabe, jetzt herauszufinden, welches wohl die richtige Lösung ist. Wir können sofort einsehen, beides kann nicht gleichzeitig wahr sein. Aber wir sind sehr interessiert an der Wahrheit, was die Wirklichkeit wirklich ist, wo wir wirklich herkommen. Und darum wollen wir das so erarbeiten. Die Evolutionsfaktoren, die heute genannt werden, sind Mutation, Selektion, Isolation, lange Zeiten, Zufall und Notwendigkeit und der Tod. Diese Faktoren, so glaubt man heute, haben alles hervorgebracht, was wir an Leben heute sehen. Definitionsgemäß kennt die Evolution keine Zielvorgabe und auch keinen Urheber. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, können diese Faktoren, die hier genannt werden, diese komplexen Dinge, die wir vorfinden, insbesondere bei Menschen, reichen sie aus, um das zu erklären, was wir beobachten? Das muss zusammenpassen. Wenn es nicht zusammenpasst, dann müssen wir konsequent sein und auch eine Idee fallen lassen zugunsten einer anderen. Aber das wollen wir uns langsam erarbeiten. Schauen wir uns zunächst einmal einige Systeme an, die auf Information basieren. Alle diese Systeme, die ich jetzt zeige, funktionieren nur deswegen, weil Information im Einsatz ist. Davon können wir sagen, hat Darwin überhaupt nichts gewusst. Er hat nie was gehört von DNS-Molekülen. Die wurden erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts entdeckt und wir wissen heute, wie dort Information gespeichert wird. In unserer Welt haben wir drei verschiedene Bereiche zu unterscheiden. Wir haben Materie, Information und Leben.
Wenn wir etwas wissen wollen über diese Systeme, Näheres und Tieferes, dann brauchen wir die Naturgesetze darüber. Denn die Naturgesetze sind unveränderlich, sie sind fest und sie sind in einer solchen Weise uns gegeben, dass es keine Ausnahme davon gibt. Die Naturgesetze der Materie kennen wir sehr gut, das lernen wir im Physikunterricht und auch in der Chemie, sodass wir sagen können, da sind wir gut drauf. Anders sieht es aus mit den Naturgesetzen der Information. Die sind neu, aber Sie werden sie heute kennenlernen. Und das ist gut, dass Sie gekommen sind. Sie wollen ja sicherlich was Neues hören und nicht Altes hören. Darum freue ich mich, dass wir hier gemeinsam daran arbeiten können. Und dann gibt es noch das Leben. Das Leben ist etwas ganz anderes als Information nochmal. Und bezüglich des Lebens kennen wir bisher nur ein einziges Naturgesetz. Das hat schon Louis Pasteur erkannt und er hatte gesagt, Leben kann nur von Leben kommen. Eine andere Möglichkeit ist nicht gesehen worden. Es gibt keine Beobachtung, die anders ist. Jedes Leben kommt immer wieder von Leben. Da muss man dazu sagen, wir haben bis heute noch keine wissenschaftliche Definition für Leben. Es sind viele junge Leute hier, wissbegierig und die auch die nötige Potenz haben, ganz neue Dinge herauszufinden und Nobelpreise auch noch zu gewinnen. Und da möchte ich eine Herausforderung geben. Definieren Sie einmal ganz genau, was Leben ist. Also nicht nur aufzählen von ein paar Äußerungen des Lebens, was Leben ist. Und dann formulieren Sie Naturgesetze des Lebens. Und dann ziehen Sie die Schlussfolgerung daraus. Das brauchen wir. Bis heute kann kein Biologe, niemand kann genau definieren, was Leben ist. Auf diesem Bild sehen Sie eine Laufmaschine. Und diese Laufmaschine kann auf einer ebenen Fläche laufen und sie kann auch eine Treppe hochgehen, auch wieder runtergehen. Warum kann sie das? Nun, weil sie Beine hat natürlich. Aber es gibt noch etwas, was nötig ist zum Laufen, nämlich, dass ein Computer eingebaut und der Computer steuert die Bewegung der Beine. Und jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Wir löschen einmal das Programm, diesen Computer. Was wird die Folge sein? Die Maschine kann nicht mehr einen Schritt gehen, ist klar. Aber jetzt stellen wir uns einmal vor, wir wägen das ganze System mit einer sehr hochgenauen Waage, zunächst mit Programm und dann mit gelöschtem Programm. Jetzt die Frage, wird dieses System dann schwerer werden nach dem Löschen des Programms oder leichter werden oder wird die Masse gleich bleiben? Wer ist dafür, dass es schwerer wird? Keiner. Wer ist dafür, dass es leichter wird? Einer. Na wunderbar. Herzlich willkommen zur neuen Idee. Und die anderen sind offenbar der Meinung, es bleibt gleich. Also in Informatik bekommen Sie alle eine Eins. Das ist nämlich eine sehr, sehr grundlegende Erkenntnis. Information ist keine Eigenschaft der Materie und Information hat die Masse Null. Wir brauchen zwar Materie zur Speicherung von Information, aber wie wir hier sehen, die Information selbst, also die Gedanken, die dahinter stecken, sind masselos. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, dass wir herausgefunden haben, Information ist keine Eigenschaft und keine Größe der Materie. Jetzt schauen wir uns so einige Systeme des Menschen an. Hier unser Gehirn mit 100 Milliarden Neuronen. Wenn man die Verknüpfungsmöglichkeiten ausrechnet, das kennen wir noch von der Schule, vom vierten Schuljahr, die Anzahl der Verknüpfungen auszurechnen, n mal n minus 1 halbe. Das wären 5 mal 10 hoch 21 Verknüpfungsmöglichkeiten. Aber besonders erwähnenswert ist die Rechengeschwindigkeit. Unser Gehirn rechnet nämlich 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Und das ist das Nonplusultra. Und da müssen wir noch lange neue Computer konstruieren, bis sie erstmal diese Geschwindigkeit erreichen. Was machen wir denn? Rechnen wir ständig
die 728. Wurzel von 1636 aus oder was machen wir eigentlich? Nun, das schauen wir uns gleich einmal an, was da alles gerechnet wird. Die Bauelemente, hier sehen wir ein solches Bauelement, Gehirn, eine Nervenzelle und diese Neuronen, die wir in sehr großer Anzahl haben. Und die Information, die vom Gehirn weitergeleitet wird, all die Befehle, die gehen über Informationsleitungen. Und das sind Nervenfasern innerhalb des Gehirns in der Länge von 500.000 Kilometern. Und die Länge außerhalb der Nervenfasern des Gehirns, das sind 380.000 Kilometer. Das entspricht der Entfernung Erde-Mond. Das ist alles sehr sorgfältig verlegt. Man muss immer jetzt, wenn ich das erkläre, im Auge behalten, ob durch Mutation oder Selektion oder lange Zeiten oder Tod, ob solche Verdrahtung möglich ist und ob solch ein Gehirn in dieser Weise entstehen kann. Wir müssen sehr genau damit denken. Wir haben 100 Milliarden Schaltelemente, das ist etwa die Zahl der Sterne in unserer Milchstraße. Würde man den Schaltplan kennen, den wir allerdings nicht kennen, wären mehrere Quadratkilometer eng beschriebenen Papiers zur Darstellung nötig. Ein Quadratkilometer hat 1 Million Quadratmeter. Ein Quadratmeter ist eine DIN A0-Zeichnung. Da kann man eine ganze Menge unterbringen. Sie sehen also, die Komplexität unseres Gehirns ist ohnegleichen. Noch etwas, was uns das veranschaulichen soll, sehen wir hier. Jedes Neuron ist über Synapsen mit tausenden anderer Neuronen verbunden. Wenn wir einmal annehmen, dass wir für ein Neuron alle die Verbindungen beschreiben wollten, dann würden wir etwa 40 Buchseiten dafür benötigen. Da wir 100 Milliarden Neuronen haben, wären das 4000 Milliarden Seiten. Wenn wir einmal rechnen, 400 Seiten pro Band, hätten wir eine Bibliothek von 10 Milliarden Bänden. Die Kongressbibliothek in Washington hat 20 Millionen Bände. Das heißt, unsere Gehirnbibliothek, die nur die Verknüpfungen beschreibt, noch nicht den Schaltplan, nur die Verknüpfungen, wäre 500 Mal größer als die Kongressbibliothek in Washington. Niemand wird behaupten, dass die Kongressbibliothek in Washington von alleine entstanden ist durch Mutation und Selektion, sondern dass dort viele Leute gewesen sind, die ihre Gedanken hineingesteckt haben. Und was sollen wir anders schließen hier, dass diese riesige Gehirnbibliothek, die ja zunächst mal nur die Schaltung beschreibt, dass das von alleine durch Zufall und Notwendigkeit oder wie die Faktoren heißen, möglich ist. Ich vermag das nicht zu glauben. Was rechnet unser Gehirn? Unser Gehirn steuert sämtliche Organe. Die Organe selbst sind eine äußerst geniale Konstruktion. Hier sehen wir die Niere. 1,2 Liter Blut fließen dort durch die Niere pro Minute. Das sind 1700 Liter pro Tag. Es werden rausfiltriert aus dem Blut 180 Liter Ultrafiltrat pro Tag. Das wären 18 Eimer Primärurin. Wenn das so bliebe, in dieser Weise, kämen wir von der Toilette nie wieder runter. Und darum ist das sehr genial gemacht. Es gibt eine Rückgewinnung, 99% Rückgewinnung von Wasser und anderen lebensnotwendigen Stoffen, wie wir das hier sehen, in diesen Kapseln, wird das in einer unvorstellbar genialen Weise herausgefiltert, die entsprechenden Stoffe, die das Blut braucht, sodass dann nur das ausgeschieden wird, was also unbedingt weg muss. Und dann ist das als Ergebnis, dass wir nicht ständig da irgendwo das Häuschen aufsuchen müssen. Das ist also sehr genial durchdacht. Auch unser Herz ist ein äußerst geniales, ja, ich will mal sagen, Gerät. Es schlägt 100.000 Mal pro Tag, 2,5 Milliarden Mal in 70 Jahren. Die tägliche Fördermenge, die durchs Herz geht, das sind 7.000 Liter. In 70 Jahren füllen wir mit dem Blut unseres Herzens das Empire State Building in New York. Ich bin schon ein bisschen über 70 und damit habe ich also schon das Empire State Building zum Überlaufen gebracht. Und das Ganze ging ohne Reparatur
Das schafft kein Auto, kein Computer, nichts dergleichen. Es ist also eine super Konstruktion, dieses Herz. Und all das, was dort abläuft, wird gesteuert durch Programme, die im Gehirn sitzen. Da wird ständig die Information verarbeitet und über Leitungen geht das dorthin und es funktioniert. Und das bringt uns sehr stark zum Nachdenken. Im Blut haben wir die roten Blutkörperchen, 25 Billionen U-Boote, möchte ich mal sagen, in 5 Litern Blut. Aber diese U-Boote haben keine Torpedos an Bord, sondern was sie an Bord haben, ist ein hochgeniales Molekül. Und dieses Molekül dient dazu, Sauerstoff aufzunehmen und in die letzten Ecken des Körpers hinzubringen und CO2 rückzutransportieren zur Lunge, damit wir es ausatmen. Diese Dicke dieser kleinen Blutkörperchen ist 2 μ und der Durchmesser im Mittel 7,5 μ. Unvorstellbar klein und sie zwängen sich durch die engsten Gefäße unseres Körpers. Das Hämoglobinmolekül, das verantwortlich ist für den Transport von Sauerstoff und auch von CO2, ist ein Molekül, das in einem zentralen Teil, an einem zentralen Teil 4 Ketten hat von Aminosäuren. Das sind 4 Ketten. Beim erwachsenen Hämoglobin sind es 2 Alpha-Ketten und 2 Beta-Ketten. Und jetzt kommt etwas ganz unvorstellbar Geniales, was hier geschieht. Während der Embryonalentwicklung haben wir einen anderen Sauerstoffbedarf als im Erwachsenenstadium. Das heißt, wir benötigen ein anderes Hämoglobinmolekül mit einer anderen Transportrate. Und dafür wird in den Fabriken ein spezielles Hämoglobinmolekül hergestellt mit 2 Alpha-Ketten und 2 Epsilon-Ketten. Die Struktur eines Hämoglobinmoleküls hängt ab von der Reihenfolge der Aminosäuren und auch von der Anzahl und der Art der Aminosäuren. Und die bilden im Raum, wenn sie losgelassen sind, ein Knäuel. Und die Form dieses Knäuels ist verantwortlich für die Menge der Übertragung von Sauerstoff und CO2. Wenn die Verbindung anders ist als diese hier, dann ist die Knäuelung anders und bei anderer Knäuelung funktioniert das nicht. Bis zum 3. Monat geht das mit 2 Alpha- und 2 Epsilon-Ketten. Dann wird die Produktion umgestaltet im fetalen Stadium. Ab dem 3. Monat, dann gibt es 2 Alpha-Ketten und 2 Gamma-Ketten, das ist das HBF. Mit einer anderen Verbindung und mit einer anderen Struktur und passend zu dem Sauerstoffbedarf, der dann nötig ist. Und alle Fabriken produzieren jetzt dieses hier. Wer steuert das? Wer sagt das? Und kurz vor der Geburt wird noch einmal umgestellt, die gesamte Produktion in das HBA mit 2 Alpha-Ketten und 2 Beta-Ketten. Bis heute ist man mit Computern noch nicht in der Lage, im Voraus zu berechnen, wie ein Molekül aussehen muss, damit es diesen Sauerstofftransport hat, den man braucht für das Erwachsenenstadium. Kein Computer schafft das. So komplex ist das. Wir sehen an diesem Beispiel, durch Mutation und Selektion ist ein Ausprobieren unmöglich. Es müssen exakt die Moleküle sein, die gebraucht werden und keine anderen. Wenn andere ausprobiert werden würden, wäre das der sichere Tod des Embryos. Es muss also auf Anhieb stimmen. Wir sehen also, das kann keine Evolution leisten. Das funktioniert absolut nicht mit Mutation und Selektion. Auch nicht durch lange Zeiten. Auch dadurch nicht. Auch nicht durch Tod. Aber der Tod würde automatisch kommen, wenn diese Verbindung nicht stimmt. Wenn wir uns diese Werke anschauen im Detail, stellen wir fest, dass die Evolution diese Dinge überhaupt nicht erklären kann. Diese Mechanismen, die da genannt werden, sind nicht in der Lage, solch komplexe Systeme, die auf Anhieb fertig sein müssen, zu erklären. Was wir hier sehen, ist der wohl komplexeste Informationsübertragungsvorgang, den wir kennen in der Embryonalentwicklung.
Die gesamte Entwicklung wird informationsgesteuert. Hier ist nichts Zufälliges. Das Zellwachstum ist hochgradig organisiert und es funktioniert. Von einem ganz bestimmten Tag an fängt ein Herz an zu schlagen, das vorher noch gar nicht da war. Es fängt an zu pulsen, dann wächst es und es wird konstruiert. Aufgrund von vorgegebener Information. Die wird entsteht nicht erst dort, sondern die ist bereits vorhanden. Die komplette Information für Herz und Nieren und für Gehirn und alles, was nötig ist, ist vollständig informationsgesteuert. Anhand dieser Beispiele sehen wir, dass Information etwas unvorstellbar Grundlegendes ist für das Leben. Würde man die Information aus uns wegnehmen, könnten wir nicht mehr leben. Das wäre der sichere Tod. Davon hat Darwin nichts gewusst. Das machen wir ihm nicht zum Vorwurf, keine Frage. Er hat in seiner Zeit nachgedacht, aber wir leben im 21. Jahrhundert und wir müssen über diese Fragen völlig neu nachdenken und auch völlig neu unsere Schlussfolgerungen ziehen. Mein Sohn hat mir ein schönes Bild gemacht zum Prozess des Sehens. Der optische Nerv hat einen Durchmesser von 2 Millimetern und mehr als 1 Million gut voneinander isolierte Fasern werden zum Gehirn geleitet. Das ist eine Verkabelung sondergleichen auf kleinstem Raum. Auf der Netzhaut haben wir 400.000 Sehzellen pro Quadratmillimeter. Das ist eine geniale Konstruktion. Hier ist nichts Zufälliges. Die Adaption vom Licht kleiner Sterne am nächtlichen Himmel bis zum grellen Sonnenlicht auf Gletschern, dazwischen liegt ein Faktor von 1 zu 1 Billion. Kein technisches Messgerät vermag diese Spanne ohne Messbereichsumschaltung zu überbrücken. Hier haben wir so ein Gerät. Das ist hier erfunden, aber nicht durch Mutation und Selektion. Darauf kommen wir noch. Die Bildverarbeitung selbst geschieht dann im Gehirn und die unterschiedlichen Bilder von 2 Augen werden nahtlos zusammengefügt. Ich sah neulich einen Vortrag, ein Mann hatte Bilder von Neuseeland fotografiert und hatte eine sehr weite Landschaft fotografiert und er wollte diese beiden Bilder zusammenbringen mit 2 Projektoren. Er hat den ganzen Abend an den Geräten rumgefummelt, nochmal einen Millimeter weiter geschoben, nochmal einen Millimeter. Es ist am ganzen Abend nicht gelungen, die beiden Bilder zusammenzubringen. Und daran wurde mir deutlich, was das Auge leistet. Wir nehmen mit 2 Kameras auf und die Bilder werden so zusammengefügt, dass wir keine Naht sehen. Das ist gewaltig. Das muss man erstmal bringen. Obwohl die Abbildung auf einer Hohlkugel war und unvorstellbar ist dort die Programmverarbeitung im Gehirn. Und jetzt sehen wir auch, warum das Gehirn eine so hohe Rechenkapazität haben muss, um das alles bewerkstelligen zu können. Hier sehen wir einmal diese geniale Konstruktion der Augenlinse, wie sie aufgebaut ist. Es ist der einzige Fotoapparat der Welt, der die Brennweite verändern kann durch Veränderung der Form. Hat noch keine optische Industrie erfinden können. Und hier sehen wir, wie die einzelnen Proteinschichten gestapelt sind und auch vernarrtet sind. Unten rechts sehen wir das. Jede einzelne der dünnsten Schichten ist mit einem solchen Mechanismus vernarrtet, sodass das Ganze elastisch bleibt und sich insgesamt verändern kann. Wo immer wir auch hinschauen und die Details anschauen, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus, wie genial das gemacht ist. Und das alles wird mit Informationen gesteuert, dass es überhaupt stattfinden kann. Hier sehen wir nochmal einen Schnitt durch die Retina. Noch ein Blick zum Hören. Auch hier hat mein Sohn mir geholfen mit einer kleinen Karikatur. Auch beim Ohr haben wir einen Messbereich von der Hörschwelle bis zur Schmerzschwelle, ein Faktor von 1 zu 1 Billion. Würden wir einen Menschen, also uns, vergrößern bis zum Mond, dann hätten wir den Faktor 200 Millionen und wir würden eine Trommelfellauslenkung von 2 Millimetern noch wahrnehmen. Das ist auch gewaltig, diese äußerst hohe Empfindlichkeit des Trommelfelles.
Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wie viele Uhren haben wir, dann könnten wir das ja mal abstimmen. Aber ich will mir das mal schenken, ich will es Ihnen gleich verraten, wir haben nämlich 6 Uhren. Warum haben wir 6 Uhren? Nun, wir haben außen sichtbar 2 Uhren. Aber dann haben wir so eine merkwürdige Ohrmuschel, die ist nicht nur alleine dazu gedacht, dass man die Brille da drauf setzen kann, sondern hat noch eine andere Funktion. Darwin hatte gesagt, das wäre völlig überflüssig, so ein Ding da zu haben. Er hat nicht gewusst, dass der Schall einmal direkt ins Trommelfell geht, dann aber um eine 5000 Sekunde versetzt in der Ohrmuschel umläuft und noch einmal zum Trommelfell kommt. Und das auf beiden Ohren. Das sind dann schon 4 Signale, die zum Gehirn gehen. Und wenn Sie sich vorstellen, 4 Signale, jetzt werden die im Gehirn alle nochmal miteinander verknüpft, das gibt 6 Verknüpfungen. Hier hat sich einer etwas Geniales ausgedacht, mit 2 Ohren in Hardware, 6 Ohren in Software. Und das muss berechnet werden. Da braucht man eine sehr hohe Rechengeschwindigkeit und das wird im Gehirn bewerkstelligt. Wir haben eine 3-fache Signalumwandlung von mechanisch auf hydraulisch und dann elektrisch. Das ist auch genial konstruiert auf kleinstem Raum. Hier sehen wir nochmal so einen Schnitt durch das menschliche Ohr, wo man die ganze Komplexität hier noch einmal sehen kann. Hier das kortische Organ, wo also das nochmal wieder umgewandelt wird in eine andere Signalart, die dann zum Gehirn weitergeleitet wird. Wir sehen, alle diese Dinge sind vollständig informationsgesteuert und jetzt stellt sich die Frage nach einer wissenschaftlichen Definition für Information. Was ist eigentlich Information? Nun, Information kann man alle möglichen Veröffentlichungen lesen. Da gibt es auch Leute, die meinen, Information wäre eine materielle Größe, wäre also der Materie zuzuschlagen. Das haben wir aber vorhin schon herausgefunden, das ist natürlich falsch. Wir brauchen eine Definition, die geeignet ist, um Naturgesetze zu formulieren. Bei einer Definition sind wir völlig frei, wie wir definieren. Alles kann man definieren. Durch Definition legt man irgendwas fest. Aber wir suchen jetzt eine ganz spezifische, ganz spezielle Definition für Information, die es erlaubt, Naturgesetze zu formulieren. Solche eine Definition brauchen wir. Wenn wir die haben, das ist die Hauptarbeit, die wir dann schon geleistet haben, dann ein Naturgesetz zu finden, ist nicht mehr ganz so schwer. Das Hauptproblem ist, die geeignete Größe zu finden, die das erlaubt. Nun, was ist Information? Da haben sich schon viele Gedanken darüber gemacht. Der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener sagte, Information ist Information. Hat er recht. Weder Materie noch Energie. Also er hat uns damit gesagt, was Information nicht ist. Aber das ist zu wenig. Das hilft uns noch nicht. Wir müssen wissen, was es ist. Und das hat er uns überlassen. Und dann machen wir uns an die Arbeit. Was ist Information? Könnte das Information sein, was wir hier sehen? Könnte auch nicht. Das könnte auch ein Tapetenmuster sein in den ägyptischen Gräbern. Wissen wir nicht. Und es gab in der Geschichte eine lange Zeit, wo niemand das lesen konnte oder verstehen konnte, was es wirklich ist. Und das änderte sich von dem Tag an, als man diesen Stein von Rosetta fand, den die Soldaten Napoleons in der Nilstadt Rosetta gefunden haben. Und auf demselben Stein gibt es 3 verschiedene Sprachen. Ganz unten, wie man gut erkennen kann, die griechische Sprache. Ich hoffe, Sie haben noch gute Augen, um das lesen zu können. Und dann ganz oben die Hieroglyphen. Es war noch einige Forschungsarbeit nötig, aber es ist dann gelungen, aufgrund der Kenntnis der griechischen Sprache auch herauszufinden, welches die Bedeutung der Hieroglyphen ist. Und heute kann man per Computer einen deutschen Text eingeben, einen Rechner, und der Computer zeichnet dann über einen Plotter die entsprechende Übersetzung ins Hieroglyphische. Also jetzt sind wir sicher, das ist wirklich Information. Eine Definition in den Naturwissenschaften muss präzise und sehr klar sein. Sie muss exakt und eindeutig ab
gegrenzt sein, sodass nur die definierten Subjekte enthalten sind und alles Sonstige ausgeschlossen wird. So eine Definition suchen wir für Information. Nun kommt dazu, wenn wir so einen Begriff verwenden wie Information, dann stellen wir fest, dass diese Begriffe auch in der Umgangssprache verwendet werden. Aber immer dann, wenn das in der Umgangssprache auch der Fall ist, müssen wir es präzisieren. Und eine Präzisierung ist in der Regel immer eine engere Fassung des Begriffes. Das wissen wir auch von der Energie. Energie in der Physik, wenn man den Energiesatz formulieren will, dann muss man das enger fassen, damit man den Energiesatz der Physik formulieren kann. Umgangssprachlich ist das alles erlaubt, da kann man sehr weit den Bogen ziehen. Und ähnlich ist es bei der Information auch. Aber wenn wir jetzt über Naturgesetze von Informationen reden, müssen wir das präzisieren. Was ist Information? Und das zeige ich Ihnen hier an diesem Bild. Und zwar sehen wir hier 5 verschiedene Ebenen, die uns definieren, was Information ist. Und jetzt kann man so sagen, immer dann, wenn wir in einem unbekannten System diese 5 Ebenen vorfinden, dann haben wir es mit Information zu tun. Ich will das kurz erklären. Auf der untersten Ebene haben wir die Statistik. Da können wir die Anzahl der Zeichen zählen, die da vorkommen in einem Informationssystem. Die nächste Ebene wäre der Zeichensatz. Welche Zeichen werden verwendet und in welchem Zusammenhang stehen sie? Welche Syntax haben sie? Welche Regeln dienen der Verknüpfung? Auf der dritten Ebene haben wir die Semantik und das heißt, es ist eine der wichtigsten Ebenen, die Bedeutung. Wir lesen ja ein Buch, um die Bedeutung zu erfassen und nicht um die Buchstaben zu zählen. Und wir haben vorhin gesehen bei den Systemen, die wir uns beim Menschen angesehen haben, dass immer eine Handlung folgt. Das Herz bekommt die Information und dann schlägt es in dem Takt, der vorgegeben wird. Also Information hat immer eine Handlung als Folge und das nennen wir die Apobetik. Und wir haben gesehen bei all den Systemen, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen. Es wird ein Ziel damit erfolgt und dieses Ziel oder dieses Ergebnis nennen wir in Konsequenz in der Reihenfolge Apobetik. Wenn Sie nachschlagen in einem Lexikon, werden Sie das Wort Apobetik nicht finden. Dann müssen Sie schon ins Internet gehen, aber dann landen Sie auf meiner Homepage und dann werden Sie das ausführlicher erklärt kriegen, was Apobetik ist. Es ist also noch recht neu. Wenn wir jetzt ein System analysieren, ob es sich um Informationen handelt oder nicht, dann müssen wir prüfen, ob in diesem System die Information in allen 5 Ebenen vorkommt. Und dann werden wir feststellen, es wird nur ein gewisser Ausschnitt der Wirklichkeit sein, der durch Informationen repräsentiert wird. In dem Bereich A finden wir durchweg Systeme, in denen alle 5 Ebenen der Information vorkommen. Alle anderen Bereiche, da würden wir umgangssprachlich sehr wohl sagen, dass es sich um Information handelt. Ein Astronom wird ein Teleskop nehmen und er schaut sich die Sterne an und er sagt, er informiert sich über die Farbe der Sterne und alle möglichen Dinge, die für ihn von Interesse sind, die bekommt er und nennt das auch Information. Aber halten wir fest, das ist nicht Information in unserer Definition. Er darf das gerne verwenden, wir haben gar nichts dagegen. Nur wenn wir hier über Information reden, wenn wir über Naturgesetze reden, dann gilt diese Definition, die wir jetzt hier so gefunden haben. Schauen wir uns noch einmal an, die Information in biologischen Systemen. Wir wissen heute, dass die Information gespeichert wird mit Hilfe der DNS-Moleküle. Dort finden wir 4 Buchstaben, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Mit Hilfe dieses 4 Buchstabencodes wird alles ausgedrückt, was in den Lebewesen geschieht. Die Programme sind so komplex, dass wir sie heute noch nicht verstehen. Wenn da behauptet wurde, wir haben das menschliche Genom entschlüsselt, dann muss man ganz korrekterweise sagen, nicht entschlüsselt, wir haben die Buchstaben sequenziert. Aber die Programme haben wir noch lange nicht verstanden. Da ist noch viel Forschungsarbeit nötig. Aber was wir wissen ist, im DNS-Molekül haben wir die allerhöchste Informationsdichte, die es überhaupt gibt.
10 hoch 21 Bit pro Kubikmillimeter. Das ist das Höchste, was wir kennen. Keine Festplatte, nichts, was Computer machen, tun und leisten, kommt an diese Dichte heran. Das liegt auch daran, das können wir sehr schnell nachvollziehen, weil hier ein einzelner Buchstabe dargestellt wird durch ein einzelnes Molekül. Das ist also das Höchste, was man machen kann. Also die höchste Informationsdichte haben wir. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf die Naturgesetze der Information. Nun kann ich Ihnen verraten, die Naturgesetze der Information sind ebenso leicht und einfach wie die Naturgesetze der Physik. Der Energiesatz ist sehr, sehr einfach. Er heißt, in Formeln ausgedrückt, E gleich konstant. Also einfacher geht's ja wohl nicht. Zeitliche Ableitung, dE nach dt gleich 0. Da fragt man sich, warum studieren die Studenten so viele Semester, um die Naturgesetze zu studieren? Und das Problem sind dabei nicht die Komplexität der Naturgesetze, sondern die Anwendung. Das, was so einfach sich ausdrücken lässt in Form von Naturgesetzen, muss dann auch angewandt werden und das wird dann oft sehr kompliziert. Also diese Naturgesetze, wir werden sie kennenlernen, das sind 4 Stück. Zunächst halten wir nochmal fest, Naturgesetze kennen keine Ausnahme. Das ist das Markenzeichen der Naturgesetze. Wenn es eine Ausnahme geben würde, wäre es kein Naturgesetz mehr. Dann wäre es nur noch eine Regel. Regeln haben ja bekanntlich Ausnahmen. Aber Naturgesetze nicht. Und noch ein wichtiges Kennzeichen der Naturgesetze ist, sie haben erlaubenden und verbietenden Charakter. Beispielsweise ein Fluss aus Coca-Cola wäre erlaubt. Kein Naturgesetz hätte da etwas gegen einzuwenden. Aber ein Perpetuum mobile, eine Maschine, die ohne Energiezufuhr ständig läuft, das ist aufgrund eines Naturgesetzes, nämlich des Energiesatzes, verboten. Also sie haben eine sehr gute Eigenschaft, die Naturgesetze. Sie erlauben bestimmte Prozesse, aber sie verbieten auch. Und wenn ein Naturgesetz etwas verbietet, dann kann niemand dagegen etwas machen. So konsequent sind die Naturgesetze. Hier haben wir ein schönes Bild. Da läuft Wasser einer Rinne hoch und fällt dann wieder so schön runter, ein Wasserfall. Und dann geht das wieder erneut los und steigt wieder hoch das Wasser und dann fällt es wieder. Die Frage ist, ist sowas möglich? Ist das erlaubt? Antwort nein. Es gibt ein Naturgesetz, nämlich der Energiesatz, der Physik, der erlaubt das nicht. Und dann gibt's das nicht. Man kann das hier so schön zeichnen, aber es ist ein Prozess, der in unserer Welt nicht erlaubt ist. Nochmal ein kleiner Hinweis, dass wir ganz sicher sind, dass Information eine nicht materielle Größe ist, also nicht zur Materie gehört. Alle Größen der Physik lassen sich mit Hilfe der 7 Basiseinheiten darstellen. Kilogramm, Meter, Ampere, Kelvin, Mol, Candela und Sekunde. Das sind immer Kombinationen aus diesen Größen. Und so können wir alle möglichen Größen in der Physik zusammenschneidern, möchte ich mal so sagen. Bei der Information ist das nicht möglich. Und da sind wir ganz gewiss darum auch, dass Information keine materielle Größe ist, sondern Information ist eine nicht materielle Größe. Und die Naturgesetze, die Sie jetzt hören, ist etwas ganz Besonderes und Neues. Sie hören jetzt zum ersten Mal Naturgesetze für nicht materielle Größen. Es gibt noch weitere nicht materielle Größen, aber Information ist eine davon und hier haben wir solche Naturgesetze. Das erste heißt, irgendetwas Materielles, zum Beispiel physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts nicht materielles hervorbringen. Das ist unsere Beobachtung, dazu gibt es kein Gegenbeispiel und da können wir das in dieser Weise als Naturgesetz festhalten. Zweites Naturgesetz, Information ist eine nicht materielle, sogar fundamentale Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Nochmal deutlich hier festgehalten. Dritte Aussage, Information kann nicht in statistischen Prozessen entstehen. Statistische Prozesse soll heißen, wenn wir Materie sich selbst überlassen
ohne Zufuhr von Intelligenz und warten einfach mal, was da so passiert, dann wissen wir, niemals wird dann Information entstehen. Und zwar immer Information in der Weise, wie wir es hier definiert haben. Und der vierte Satz, wenn Information eben nicht in statistischen Prozessen entstehen kann, dann wie sonst, nämlich nur durch einen intelligenten Sender. Das können wir ständig nachprüfen, wenn wir in Urlaub sind und eine Postkarte schreiben und sagen, wie groß die Koordinaten sind und wie lange die Sonne geschienen hat. Dann brauchen wir eine Kodierung, wir brauchen alles dazu und senden die Information ab und dann sind wir der Sender dieser Information. Also selbst in so einem Fall ist Information, ist ein Sender nötig. Wir können also sagen, immer dann, wenn wir Information in dieser definierten Form irgendwo finden, dann ist dazu ein Sender nötig. Noch einen abgeleiteten Satz ist der, jede Informationsübertragungskette kann zurückverfolgt werden bis zu einem intelligenten Sender. Auch das eine Erfahrung, die wir kennen. Wir fahren mit dem Auto, stellen unser Autoradio ein und wir werden dann Informationen aus dem Radio bekommen. Aber das Radio ist ja nicht die Quelle der Information. Auch nicht der Sendemast, der irgendwo steht, sondern wenn wir die Kette weiter zurückverfolgen, ist am Anfang dieser Übertragungskette ein Autor oder eine Autorin, von dem die Information stammt. Also wenn wir irgendwo Informationen sehen, sehen wir nicht immer gleichzeitig auch den Sender. Gehen Sie in eine Bibliothek und normalerweise werden Sie dort keinen Autor finden. Aber niemand würde sagen, dass diese Bücher keinen Autor benötigen. Ja, jetzt sind wir an einem sehr wichtigen Punkt angekommen. Jetzt können wir Schlussfolgerungen ziehen aus den Naturgesetzen, die wir eben genannt haben. Also wir verwenden immer die Informationen, wie wir sie definiert haben. Erste Schlussfolgerung. Weil der DNS-Code, den wir in allen Lebensformen finden, eindeutig innerhalb des Definitionsbereiches von Information liegt, können wir schließen, es muss einen Sender geben. Das ist wirklich Information, sogar hochkomplexe, hochintelligente Information. Es muss dazu einen Sender geben, unbedingt. Damit haben wir eine weitere Schlussfolgerung gezogen. Der Atheismus ist als Idee falsch, ist widerlegt mit Naturgesetzen. Also falls Sie auf dem Weg des Atheismus sind, kehren Sie ganz schnell um, Sie haben sich verlaufen. Da müssen Sie ganz schnell wieder runter. Es ist gut, dass uns Naturgesetze da auch behilflich sein können. Ich komme zur zweiten Schlussfolgerung. Weil die Dichte und Komplexität der in den DNS entschlüsselten Informationen billionenfach größer ist als alle unsere gegenwärtige Technologie, können wir schließen, der Sender muss höchst intelligent sein. Höchst intelligent. Das haben wir gesehen an all den Systemen, die wir uns angeschaut haben, am Gehirn und alles, was wir da betrachtet haben. Aber die Frage ist natürlich, wie intelligent? Und ich hielt an einer anderen Universität diesen Vortrag und da meldet sich an dieser Stelle eine Studentin. Eine sehr pfiffige Studentin. Sie hat gut mitgedacht. Und sie sagte zu mir Folgendes: Ich weiß, was Sie da sagen wollen, wenn Sie da ständig von dem Sender reden. Sie wollen uns doch sagen, dass es einen Gott gibt. Und ich sage, herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich die Gabe der Schlussfolgerung erhalten. Sehr gut. Ja, sagt sie, aber jetzt kommt meine eigentliche Frage überhaupt erst. Nämlich, woher hat denn Gott die Information, dass er DNS-Moleküle programmieren kann? Wer hat ihm die Information gegeben? Eine sehr gute Frage. Hervorragend. Ich sage, ganz einfach. Dieser Gott ist nicht alleine, es gibt noch einen zweiten Gott. Und der ist etwas klüger als Gott. Und der hat ihn informiert. Der hat sozusagen einen Programmierkurs gemacht bei ihm. Naja, aber da stellt sich ja die Frage, wo hat denn dieser zweite Gott, ich nenne ihn mal den Übergott, wo hat der denn die Information her?
Wir ganz locker sagen wir, gibt's noch einen dritten, einen Über-Übergott, der ist noch klüger und der hat den Übergott informiert und dann ging das so weit. Und wir merken schon, wie, wo das hinausläuft. Wenn wir so weiterdenken, brauchen wir unendlich viele Götter. Aber bei diesem Denkprozess stellen wir auch fest, dass immer der nächste Gott mehr Informationen haben muss als der Vorgänger. Es summiert sich immer Informationen dazu. Und wenn wir das unendlich oft tun, immer was dazu packen, dann kommen wir auf eine Intelligenz, die sehr hoch ist, nämlich unendlich. Also der Letzte in der Reihe, mathematisch darf man das zwar nicht so ausdrücken, aber ich tue es mal so, um das zu veranschaulichen, der Letzte in der Reihe, der muss unendlich intelligent sein. Und wir können sagen, der muss allwissend sein. Aber in der Wissenschaft machen wir es immer so, wenn wir zwei Gedankensysteme haben, die äquivalent sind, die gleich sind, dann entscheiden wir uns immer für das Einfachere. Und was wäre hier das Einfachere? Nun, das Einfachere wäre, wenn wir sagen, es gibt überhaupt nur einen Gott, einen Sender, aber dann muss der wie sein? Unendlich intelligent, also allwissend. Wir sehen also, durch Schlussfolgerung, durch Mitdenken finden wir heraus, bei den DNS-Molekülen, der Urheber, der das gemacht hat, der muss unendlich intelligent sein, der muss allwissend sein. Also so wirkungsvoll sind solche Naturgesetze. Jetzt kommen wir noch zu einer dritten Aussage. Weil Information eine fundamentale, nicht materielle Größe ist, die nicht von einem materiellen Prozess stammen kann, der Mensch aber in der Lage ist, Information zu erzeugen, können wir schließen, der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Also wenn ich jetzt hier einen Kugelschreiber nehme und etwas schreibe, dann wäre das auf dem Blatt Papier Information. Aber ist der Kugelschreiber die Quelle der Information? Nein, kann er nicht sein, der ist materiell. Aber mein Arm, ich schreibe das ja mit meiner Hand, ist die Hand die Quelle? Nein, auch nicht. Ist Materie. Und wie ist es das, wie wird das gesteuert? Mein Arm, das Gehirn. Aber das Gehirn ist auch materiell. Das heißt, das Gehirn kann nicht die Quelle der Information sein. Aber das Gehirn ist ein notwendiges Werkzeug, genau wie der Kugelschreiber ein notwendiges Werkzeug ist. Genau mein Arm ist ein notwendiges Werkzeug. Ich brauche mehrere notwendige Werkzeuge, um Informationen darzustellen. Aber die Quelle muss etwas nicht Materielles sein. Also die Seele oder Geist. Und was heißt das? Die Idee des Materialismus ist damit widerlegt. Falsche Idee. Wer auf dem Weg des Materialismus ist, heute Abend umsteigen. Falsch eingeschlagener Weg, aber schnell auf den richtigen Weg kommen. Weil wir das hier so klar und so deutlich haben herausstellen können. Jetzt komme ich zum vierten Satz, der genau gut zum Darwin-Jahr passt, nämlich, weil auch die biologische Information nur von einem intelligenten Sender kommen kann und weil alle Theorien der chemischen und biologischen Evolution verlangen, dass Information von alleine aus Masse und Energie entstanden sein muss, also kein Sender, können wir schließen, dass alle Theorien oder Konzepte der chemischen und biologischen Evolution falsch sein müssen. Herr Darwin würde sich freuen, wenn er das heute hören würde. Er war ja Wissenschaftler, er war interessiert an neuen Gedanken. Schade, dass er nicht hier heute Abend bei uns ist. Also, halten wir fest, dass Gerede von Evolution ist widerlegt. Wir müssen bei der Evolution unterscheiden, wenn wir darüber reden. Es gibt Makroevolution und Mikroevolution. Mikroevolution sind Veränderungen innerhalb einer Art. Die gibt es, die werden beobachtet, das ist ganz klar. Die sind auch informationsgesteuert. Ohne Information würde das gar nicht gehen. Und dann gibt es Makroevolution, das sind die Veränderungen, die über Artgrenzen hinweggehen. Und die sind nie beobachtet worden. Es ist nie ein solcher Prozess gesehen worden. Das aber ist der eigentliche Prozess, der gebraucht wird, dieser Prozess der Makroevolution, der also von einem Stamm über alle Grenzen hinweggeht. Aber genau diese Idee ist durch diese Sätze widerlegt,
sodass wir das einfach durchstreichen können. Und es ist genau eine richtige, passende Gelegenheit im Darwin-Jahr, das einfach abzuschütteln. Wir suchen die Wahrheit, wir wollen es wissen. Jetzt muss ich noch etwas sagen, was die Evolution uns auch sagt, nämlich wir wollen ja wissen, was es mit dem Tod auf sich hat. Wir alle müssen sterben. Alle, ohne Ausnahme. Eines Tages werden alle, die wir hier in diesem schönen, großen Hörsaal sind, tot sein. Alle. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum müssen wir eigentlich sterben? Das ist eigentlich schade. Alle sterben müssen. Aber wir müssen. Gar keine Wahl. Was sagt uns die Evolution bezüglich des Todes? Nun, da gibt es einige Lehrsätze, nämlich vier. Die Evolution sagt, der Tod ist eine notwendige Voraussetzung für die Evolution. Hans Mohr, ein Biologe, sagt, gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes. Also unbedingt nötig ist es, dass es den Tod gibt. Nämlich dadurch wird das weniger Angepasste durch den Tod ausgemerzt und das schon etwas besser Angepasste, so sagt man, bekommt die Chance der Vermehrung und dann schaukelt sich das auf diese Weise auf. Nur ist der Tod leider kein Informationsgeber. Er ist Informationszerstörer. Zweite Aussage, der Tod ist eine Erfindung der Evolution. Widmar Tanner, ein Biologe, der sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat, hat gesagt, die Erfindung des Todes hat den Gang der Evolution wesentlich beschleunigt. Also mit anderen Worten, wunderbar, dass es den Tod gibt, dadurch kann überhaupt die Evolution so richtig in Schwung kommen. Also eine super Erfindung der Evolution, so sagt er uns. Und drittens, der Tod ist der Schöpfer des Lebens. Haben Sie das schon mal gehört? Wird aber gesagt. Ist Grundlehre der Evolution. Der Mikrobiologe Kaplan sagt, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Also unbedingt nötig zu sterben, weil auf diese Weise der Tod das Leben macht. Bemerkenswert, was dann gesagt wird. Vierter Satz. Der Tod ist das absolute Ende des Lebens. Manfred Eigen, er sagt, das Leben ist ein allein in den Gesetzen der Physik und Chemie begründeter Materiezustand. Hier irrt er natürlich, denn er hat die Information vergessen. Das ist eine nicht materielle Größe, die mit Materie nichts zu tun hat. Also die Schlussfolgerung ist, diese Reduktion der Wirklichkeit auf ausschließlich materielle Phänomene lässt keinen Raum für Leben nach dem Tod. Nun haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass die Evolution, also diese Makroevolution, um die es hier geht, dass sie falsch ist. Was ist die Konsequenz? Dass diese vier Aussagen über den Tod konsequenterweise auch falsch sein müssen. Die können nicht stimmen. Also wenn wir uns hier dranhängen an diese Aussagen des Todes, liegen wir falsch. Jetzt die Frage, wie liegen wir richtig? Das ist eine Frage, die sich jetzt stellt. Jetzt komme ich zunächst mal zu der Frage, wer ist eigentlich der Sender, über den wir ja da schon gesprochen haben? Ich wiederhole nochmal die Schlussfolgerung, die wir gefunden hatten, wo wir gesagt hatten, es muss einen Sender geben zu der Information. Das ist also unbedingt nötig. Aber wie finden wir den? Nun, jetzt stellen wir fest, wir kommen bei all unserem Denken und bei all unseren Aussagen bezüglich der Naturgesetze an eine Grenze. An eine wissenschaftliche Grenze, die wir in allen Wissenschaften finden. Das ist nicht nur hier in den Informationswissenschaften oder Physik oder Chemie. Überall kommen wir an eine Grenze, wo wir sagen müssen, jetzt ist nur noch Kapitulation angesagt. Mehr Informationen, mehr können wir nicht gewinnen. Diese wissenschaftlich
diese wissenschaftlich nicht überschreitbare Grenze haben wir jetzt erreicht. Mit Hilfe der Sätze über Information können wir nicht sagen, wer der Sender ist. Geht nicht. Müssen wir einfach sagen, wir sind am Ende. Wir können zwar so viel sagen, es muss ihn geben, einen hochintelligenten Sender, der sogar allwissend ist, aber wir können keine Aussage treffen, wer er ist. Aber wir wollen es wissen. Und jetzt kommt es darauf an, den Sender zu finden. Wo können wir ihn finden? Und dann kann ich Ihnen sagen, wie ich diesen Sender gefunden habe. Und zwar, das ist ja das, was uns bewegt. Wo finden wir die Antwort? Nun, ich habe hier und da gesucht, wo ich die Antwort finden kann. Und da bin ich auf ein Buch gekommen, das außergewöhnlich ist gegenüber allen anderen Büchern, die je in dieser Welt geschrieben worden sind. Und das ist die Bibel. Die Bibel hat nämlich 3268 erfüllte prophetische Aussagen, so etwas von einer solchen Qualität finden wir kein weiteres Buch der Weltgeschichte. Da können Sie nehmen, was Sie wollen. In keinem Buch finden Sie eine Auflistung von Beispielen, wo etwas vorausgesagt wird und das zum Beispiel einige hundert Jahre oder auch tausend Jahre später sich genau so erfüllt, wie es steht. Das fand ich nur in der Bibel. Und jetzt verstehen Sie, warum ich die Bibel über alle diese Bücher setze. Und dass die Bibel mir die Antwort gibt auf die Fragen, die ich naturwissenschaftlich nicht beantworten kann. Und die Bibel gibt mir die Antwort. Schon auf der allerersten Seite steht da geschrieben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da ist ein Gott. Die Bibel sagt uns auch, dieser Gott ist allmächtig und er ist auch allwissend. Und dann steht noch etwas Merkwürdiges im Alten Testament, Sprüche 8, Vers 30, da steht, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also es soll heißen, da war irgendjemand, wir wissen noch gar nicht, wer das ist, irgendjemand, der hat das bei Gott ausgeführt. Der war der Ausführende aller dieser Dinge, der also das Gehirn sich ausgedacht hat und dann auch gemacht hat. Programmiert hat, die DNS-Moleküle, der alle diese Dinge dann ausgeführt hat, der also der eigentliche Schöpfer ist, der eingesetzt ist von diesem Gott, von dem im ersten Vers der Bibel steht. Und jetzt müssen wir so lange warten, bis wir das Neue Testament haben und da wird das vollständig offenbart, was im Alten Testament immer wieder hinweismäßig gesagt wird und wo sich das Schritt für Schritt buchstäblich erfüllt, was im Alten Testament gesagt wird. Und da wird uns nämlich gesagt, dass dieser Schöpfer einen Namen hat. In Johannes 1, Vers 1 ist das noch verschlüsselt. Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jetzt sind wir eigentlich auch noch nicht viel weiter, denn hier steht das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wir müssen weiterlesen. An dieser Stelle hat sich schon Goethe schwer getan im Faust. Er hat gesagt, was ist das Wort? Ist das Rat, Tat, Kraft? Was ist das? Der arme Mann hat nicht weitergelesen. Er hat in Vers 10 gelesen, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und dieser eine, der damit gemeint ist, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist dieses Wort, diese Ursache aller Dinge, die wir so genial finden, in unserem Körper, aber in all den Lebewesen auch, hat er gemacht. Und jetzt wird es ganz deutlich in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und es besteht alles in ihm. Das ist gewaltig, diese Aussage. Dieser Jesus Christus hat das gemacht. Ich glaube ihm das. Er ist der Einzige, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit. Niemand konnte über die Erde gehen und sagen, im Angesicht seiner Feinde, ich bin die Wahrheit. Weil sie alle gelogen haben.
Nur einer nicht, und das war Jesus. Er konnte das durchhalten. Und so lügt er uns nicht an, sondern er sagt uns auch hier die Wahrheit. Und das ist natürlich die Konsequenz, die wir daraus ziehen können und die ich für mich persönlich auch gezogen habe. Denn dieser Jesus ist mein Schöpfer. Er hat mich gemacht. Er hat mein Herz konstruiert. Er hat meine Zellen programmiert. Alles ist seine Idee. Ich bin nicht irgendwo ausgesetzt einem evolutiven Prozess, von dem ich nicht weiß, wo der hinläuft, sondern ich habe einen Urheber, einen hochintelligenten Urheber. Und die Bibel sagt mir außerdem noch, dass dieser Urheber mich grenzenlos lieb hat. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Einer liebt mich grenzenlos. Und jetzt ist die Frage, sagt uns dieser eine auch etwas bezüglich des Todes, was ja uns die Evolution nicht sagen kann? In der Tat. Er verschweigt uns das auch nicht und sagt es uns sehr genau. Und das schauen wir uns an in einem letzten Bild. Was ist die Bestimmung des Menschen? Wir wissen jetzt, woher wir kommen. Aber wir haben noch nicht die Frage beantwortet, wohin wir gehen. Das ist eine sehr wichtige Frage. In meinem Leben hat das also eine zentrale Bedeutung, wohin gehe ich? Was ist der Tod also aus der Sicht der Bibel? Wir werden sehen, das ist ein bisschen anders als das, was die Evolution sagt. Muss ja sein, denn das haben wir ja widerlegt. Die Bibel sagt uns über den Tod drei Dinge. Der Tod ist durch die Trennung des Menschen von Gott verursacht worden. Die Bibel nennt diese Trennung, diese Abtrennung von Gott, also unser atheistisches Dasein, unser gottloses Dasein und das Nichtbeachten seiner Gebote, das nennt die Bibel Sünde. Sünde trennt von Gott. Das ist das Erste. Dadurch ist der Tod gekommen. Und der Tod ist nicht ein Freund oder ein Schöpfer, sondern der Tod ist ein Feind. Und das Dritte, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ich will Ihnen sagen, das macht mir Mut und das gibt mir Freude. Ich muss jetzt nicht meine Jahre rechnen, wie viel habe ich noch zu leben, wie viele Jahre, sondern ich weiß, es geht dann so richtig schön weiter bei meinem Schöpfer. Dann bin ich gewiss, ich darf in alle Ewigkeit bei ihm sein. Dazu bin ich programmiert, dazu bin ich gewollt. Ich bin zu ihm hingeschaffen worden. Das heißt, dann komme ich zu meiner eigentlichen Bestimmung. Das Ziel ist mein Schöpfer, aber nicht nur mein Ziel. Das gilt für Sie auch. Und hier sehen wir nochmal in der Zusammenfassung, wie das die Bibel uns schildert. Ganz am Anfang, im Garten Eden, als Gott den Menschen geschaffen hatte, fiel der Mensch in Sünde, das heißt, er trennte sich von Gott und wurde damit aus dem Garten geworfen und lebt in der Trennung von Gott. Und dann, was wir dazwischen sehen, den nächsten Block, das ist das irdische Leben. Wir kommen hinein in dieses irdische Leben und irgendwann verlassen wir das irdische Leben und dann müssen wir alle, wie wir vorhin schon festgestellt haben, durch den leiblichen Tod. Wir müssen alle sterben. Aber dann ist nicht alles zu Ende, sondern dann geht es in Ewigkeit weiter. Und nun muss man wissen, und das sagt uns die Bibel, es gibt nach dem Tode zwei Abteilungen. Die eine Abteilung nennt sich der ewige Tod, man kann es auch Hölle nennen. Und die andere Abteilung ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist bei dem Schöpfer, bei Jesus, bei Gott. Das ist ewiges Leben. Das ist herrliches, großartiges, wunderbares Leben. Ohne Leid, ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Krankheit, sondern in großer, unendlicher und ewiger Freude. Und das andere ist natürlich ewige Abtrennung von Gott. Und wenn man die Schilderung in der Bibel liest, dann kann es einem übel werden, wie man in der Abgeschiedenheit von Gott dann leben müsste. Und das möchte ich niemandem wünschen. Niemandem. Ich wünschte jedem,
die Heimat zu finden, dort, was Gott uns als Himmel bezeichnet. Und das Großartige ist, dazu sind alle eingeladen. Im vergangenen Jahr war ich in Japan gewesen, war ich in Kasachstan gewesen und habe auch in solchen Hörsälen gesprochen, habe den Menschen das gesagt und habe gesagt, ihr Japaner, ihr seid eingeladen. Gott will ganz viele Japaner im Himmel haben. Gott will ganz viele Kasachen im Himmel haben. Und das Großartige ist, Gott will ganz viele Österreicher im Himmel haben. Aber unbedingt, am besten alle. Wir sind alle geladen. Das ist das, was Gott uns anbietet. Ob wir zupacken, das ist unsere Sache. Gott hat uns in seiner Wahl, als er uns gemacht hat, hat er uns die Freiheit gegeben. Und darum steht dort auch ganz unten in der letzten Zeile, dass Gott uns eine Wahlentscheidung gegeben hat. Wir dürfen selber wählen, wohin wir einmal gehen. Das hat er uns freigestellt. Und zwar dieser Weg des Lebens, dass wir den beschreiten, der geschieht natürlich, weil wir einen freien Willen haben, durch freie Entscheidung, dass ich sage, ich will. Das sagen wir ja sonst auch. Wenn ich im Bäckerladen gehe und kaufe Brötchen, sage ich halt, ich will diese haben. Oder ich will das. Das kennen wir ja. Und so ist auch hier, wir müssen sagen, ich will das. Das ist mein Ziel. Ich möchte zu meinem Schöpfer hin. Ich will. Und dieses Ich will, kann man auch deutlich machen. Und für mich ist das immer die größte Freude, wenn ich Menschen einladen kann, zu sagen, kommt doch auch mit in den Himmel. Ihr seid alle eingeladen. Ihr müsst nur Ja sagen. Denn die Eintrittskarte dafür ist bezahlt, sagt Jesus. Er hat an seinem Kreuz bezahlt. Obwohl er der Schöpfer ist, starb er elendiglich hier an einem Kreuz. Die Bibel nennt das ein Fluchholz, wo unsere Sünde dort bezahlt wurde, sodass wir dann frei ausgehen müssen. Was bezahlen wir? Nur, dass wir mit unserem Willen Ja sagen. Das ist nicht viel. Aber das ist das Minimum, was der Schöpfer verlangt. Dass wir bereit sind, zu ihm zu kommen und dass wir dann willens sind, auch sein Buch zu lesen, die Bibel, und dann den Weg dort beschreiten, wie es dort steht. Und wir werden beobachten, dass wir dann ein Leben des Segens leben. Unser Leben wird sich radikal verändern, ganz radikal. Das ist ein neues Leben, was dann beginnt und das dann einmündet in diese Ewigkeit. Und damit das auch etwas praktisch ist und dass ich das nicht nur theoretisch hier sage, werde ich meine Bibel nehmen und werde den Weg erklären, wie man dorthin kommen kann. Und wir können einfach hier zurückbleiben und sagen, das höre ich mir an und ich möchte eigentlich mal wissen, wie das geht. Dass ich aus dieser schrecklichen Todeslinie rauskomme dort. Denn diese schwarze Linie, die wir dort sehen, das ist die Todeslinie. Wir können auch sagen, der Todeszug. Wir sitzen also zunächst mal von Geburt aus alle im Todeszug und müssen umsteigen in den Lebenszug. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt ein junger Mann hinterher zu mir und ich sagte ihm im Angesicht des Vortrages, ich sage, wo befinden Sie sich jetzt? Da sagte der mir, auf dem Bahnhof. Der hat etwas gut und richtig verstanden. Er hatte diesen schrecklichen Todeszug sofort verlassen, als er das gehört hat. Raus aus dem Zug! Und dann sagte er, jetzt zeigen Sie mir, wie ich in den Lebenszug einsteige. Und das hat er sich erklären lassen. Und der fährt heute glücklich im Lebenszug. Und er weiß, wohin der fährt. Wir machen es so, weil das ja die wichtigste Frage ist, die es überhaupt gibt. Wollen wir gleich hier in diesem Bereich hier sammeln. Ist egal, wie viele da kommen. Wir haben Zeit und Ruhe auch, um das hier zu erklären. Und wer da will, bleibt einfach hier zurück und hört sich das an. Aber es wird hier, sage ich gleich, es wird niemand gezwungen. Sie können hierher kommen und sagen, nein, danke, will ich nicht. Wir sind freie Leute. Es ist alles frei hier, was hier geschieht. Und wir dürfen frei wieder gehen. Niemand wird hier gezwungen. Das ist die Eigenart dieses Evangeliums und das, was Jesus uns sagt.
Da waren einige von ihm schon weggegangen, von diesem Jesus. Und dann fragt er, wollt ihr auch weggehen? Und er sagt, nein, wir bleiben. Du hast Worte des ewigen Lebens. Also wir sehen, es ist immer Freiheit angesagt. Und das wollen wir hier genauso praktizieren. Weil diese Frage so äußerst wichtig ist und weil wir uns dafür Zeit nehmen wollen, möchte ich jetzt nicht eine öffentliche Diskussion machen. Aber wer Fragen hat und sagt, ich habe noch irgendeine wissenschaftliche Frage, das möchte ich auch noch wissen, der soll diese Chance auch bekommen. Nur wir machen es in der Reihenfolge so, dass wir uns erst hier sammeln, das wird auch nicht lange dauern, wie ich diesen Weg erkläre, um in den Lebenszug einzusteigen. Und danach habe ich Zeit, auch die wissenschaftlichen Fragen zu beantworten, wer noch da Fragen hat und dieses oder jenes nicht verstanden hat. Außerdem können Sie auch vieles von dem, was ich hier gesagt habe, nachlesen, diese Sätze der Information und so weiter. Auf meiner Homepage ist ganz einfach www.wernergitteinwort.de und dann geben Sie das Stichwort ein, Herkunft des Lebens, dann finden Sie das alles und noch mehr. Dann möchte ich erstmal ganz herzlich danken und ich lade Sie ein, jetzt hier in diesem Bereich Platz zu nehmen, wer das hören will, wie man in den Lebenszug umsteigt und danach werde ich Fragen beantworten. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören.